Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Till. Till und sein Vlog, sein YouTube-Kanal. Und wir reden heute über den 19. Oktober. Am 19. Oktober haben wir auch wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Und wer? Dieter Thoma. Kennst du? Kennst du? Das war doch hier so ein Skifahrer, oder? Skispringer. Meine ich ja. Ja. Meine ich ja. Dieter Thoma, Skispringer, am 19. Oktober 1969 geboren, ehemaliger deutscher Skispringer, der in den 90er Jahren an der Weltspitze der Skispringer war und als erster deutscher Skiflug-Weltmeister 1990 geworden ist. Krass. Ja. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, ich bin über ein paar Umwege mit dem verwandt. Mit Dieter Thoma? Ich glaube ja. Ich meinte, mein Vater sagte mal sowas. Wie? Ja, ich weiß es auch nicht, wie. Was denn? Keine Ahnung, aber das ist jetzt also das von deinem Vater? Angeberwissen. Also mein Angeberwissen, ich bin mit dem wahrscheinlich irgendwie verwandt. Du siehst auch ein bisschen so aus, muss ich sagen. Ne? Also, ja. In meiner Freizeit springe ich auch gerne Moment. Maschinen. Dein Vater ist dann sozusagen was? Weiß ich nicht. Selbst mein Vater ist nur auf Umwegen. Aber ist er ein Bruder von seinem Cousin oder irgend sowas? Nein, viel weitläufiger. Noch weiter? Ja, wahrscheinlich irgendwann mal in derselben Höhle gewohnt oder so. Ja, das ist wahrscheinlich die Mutter von seiner Putzfrau, die hat mal irgendwann denjenigen als... Beim Einkaufen getroffen, der dann der Vater wurde von Dieter Thoma. Richtig. So, und deswegen bist du mit dem verwandt. Irgendwie bin ich mit dem verwandt. Käse. Am 19. Oktober ist aber noch irgendwas passiert bestimmt? Ja, jetzt bin ich aber total raus, weil du mich mit dieser Information so... Was denn? Wo sind wir denn? Ach 19. So, Oktober? Ja, 2006. Was ist da passiert? Einschneidend. Und zwar ein ganz großer Aufreger, weil da hat die GZ eingeführt, dass man für jeden Computer, also für Computer generell, Geld bezahlen muss. Also so. GZ-Gebühren. GZ-Gebühren für einen Computer. Richtig. Seit 2006 habe ich gesagt. 2006, oder? Ja. Sauerei. Ja, das war auf jeden Fall ein großer Aufreger. Sauerei, sag ich dir nur. Das war für viele Geschäftsleute dann auf jeden Fall ein großer klar. Aufreger, weil klar. Überall, wo im Büro quasi ein Rechner stand, der ans Internet angebunden war, hieß es plötzlich, ihr könntet damit ja quasi was ja heute generell ist. ZDF und sowas gucken. Könntet, ja genau. Rein theoretisch wäre es möglich. Genau. Aber ob man es macht oder nicht, ist wurscht. Nein, wer will das denn auch gucken? Genau. Ja, am 19. Oktober 1972 hat Heinrich Böll den Nobelpreis der Literatur bekommen. Ja, er war, herzlichen Glückwunsch. Ja, kann man nochmal gratulieren. Das ist ja erst 400.000 Jahre her. Ja. Ja, er ist damit der 9. deutschsprachige Autor gewesen, der diese Auszeichnung erhalten hat. Der 9. Deutsche 1972 Nobelpreis. Heinrich Böll. So, das war die Information, die wir jetzt hier transportiert haben. Deshalb heißen ganz viele Schulen Heinrich-Böll-Schule. Richtig, deswegen. Geil. Deswegen gibt es auch ganz viele Kindergärten, die Astrid Lindgren heißen und sowas. Selma Hayek-Schule. Was? Nee, nicht Hayek. Selma, wie heißt die andere? Anne Frank? Ja, Anne Frank ist ja keine Autorin. Doch. Wie eine Autorin? Die hat ein Tagebuch geschrieben. Ja, ein Tagebuch. Ja, das ist auch gedruckt. Boah, ey. Sie hat es wahrscheinlich nicht vorgehabt zu veröffentlichen. Nee, aber nicht so richtig. Und die konnte sich auch nicht wehren. Nee. Nee, aber genau. So. Am 19. Oktober. Ja. War noch was? Lass uns mal zu den Sternen. Wir haben einen deutschen Astronauten, und zwar Thomas Reiter heißt der, ne? Thomas Reiter. Genau. Und der ist an dem heutigen Tag vor ein paar Jahren halt, also 1995. War's, ja. Da war er der erste Deutsche, der von der russischen Raumstation Mir. Einen Weltraumspaziergang machen durfte. Also ja. Das war der erste. Weißt du, was so ein Raumanzug kostet? Der Anzug? Ja. Nö. 10 Millionen Euro. Ein fucking Anzug. Ein Anzug, genau. Glaube ich jedenfalls, habe ich irgendwo mal gelesen. Wenn ich das richtig wiedergebe, ist ja wurscht. Ja, und der hat Mir, weißt du, was Mir bedeutet? Ich glaube Frieden oder Freiheit oder irgendwie sowas. Frieden. Frieden. Ja. Ich habe es doch schon mal gelesen. Oder Peace, kann man auch sagen. Oh. Also wenn du das Russische ins
Oh. Ich habe das Russische direkt ins Englische übersetzt. Mann. Ja, ja, genau. Also da, so weit kann ich schon denken, ja. Ja, das war der 19. Oktober. Krass. Ja, am 19. Oktober haben wir jetzt ganz viele Informationen rausgehauen. Wir sehen uns morgen wieder am 20. Oktober. Bis dahin sehen wir Cheerio, sag ich Cheerio mit Sophie. Ich sag Tschüss. Ja.